So, Schuss kommt. Ich glaube, der war nicht. Der zweite zumindest. Moin moin und willkommen zu Call of the Wild. The Hunter Call of the Wild. So viele Zeit muss sein. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal mit. Ich hatte gerade Bock auf eine Runde. Und ich schnibbel euch mal die Beute, die wir wirklich erlegen konnten, hier mal zusammen. Schauen wir mal. Gut. Gehen wir los. Wir befinden uns auf der wunderschönen Map Hirschfelden. Der Wind steht gut. Ich versuche jetzt hier den Bereich Richtung Osten abzugrasen. Und da haben wir natürlich gleich einen Freiwilligen. Meine Güte, das ging doch tatsächlich schneller als gedacht. So ist die Idee. Wir rennen jetzt mal Richtung Osten durch. Folgende Bewaffnung haben wir dabei. Jetzt schaffen wir noch, kann ich euch noch schnell zeigen. Wir haben einmal 7mm Magnum dabei und 223er, also die Waffe erstmal hinfällig, aber das ist halt die Munition, die wir dabei haben, macht vielleicht mehr Sinn. 223 Remington haben wir dabei und 7mm Magnum. Natürlich beide in der PSG-Ausführung, denn in meiner Welt ist, also in der virtuellen Welt, ist mir Durchschlag etwas mehr wert als wirklich die Aufpilzung. Spielt sich so ganz gut runter. Gerne, wenn ihr anderer Meinung seid oder andere Erfahrungen gemacht habt, gerne in die Kommentare. Ich lese mir das selbstverständlich durch. Ich lasse mich auch sehr gerne belehren. Traut euch, schreibt. Und jetzt wollen wir mal. Abmutet ihr Fühl, ne, sonst würde ich jetzt nicht anfangen zu daddeln. Guck mal da. Wen machen wir denn da, Hübschet? Wir müssen uns hier auch gar keine Sorgen machen. Das sollte kein Problem sein. Wir können jetzt auch schon schießen, wenn wir wollen. Wir wollen schießen. Legen an. Drücken ab. Drücken ab. Die Sache ist erledigt. Übungsende. Plumps. Sache erledigt. Der erste Abschuss hat wirklich nicht sehr lange auf sich warten lassen und das kann jetzt natürlich so weitergehen. Das kriegen wir hin. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Silberling. Nichts Besonderes an sich. Bringt uns trotzdem Kohle. Artenschwierigkeit, ja. Die ist natürlich hier bei dem Reh sehr, sehr gering. Aber trotzdem hübsch, meine Güte. Ach, guck an, der Fuchs. 6 schwer. Heilige Mutter. Wir werden uns hier auf die Lauer legen. Wir werden hier mal unseren Flötlinger rausholen. Ja, genau, du bist gemeint. Oh Gott, 2 Stück, ey. Leco mio. Krass aus. Ich meine mal auf die Entfernung und kann ich schießen. Da vertraue ich meiner Waffe. Ist immer noch ruhig, das werden wir beobachten. Bekommen wir hier unsere Chance für einen Schuss? Sollten wir den Schuss geben? Sollten wir den Schuss ansetzen? Nimm wieder ein bisschen Fahrt auf, der Kollege. Immer noch ruhig. Oh. Aufmerksam. Waffe raus. 200. Circa. Nicht mal. Wir müssen auf den Stopp warten. Also ich kann nahezu sofort auf ein Ziel schießen. Der muss gut gewesen sein. Das ist aber ein Problem. Die, die das Spiel kennen, wissen auch, dass gerne mal alles ganz anders kommt, als es aussieht. Und bis hierher sehe ich noch keine große Blutspur oder ähnliches. Ich habe da ein ganz doll mieses Gefühl. Und hier haben wir es. Frisch, keine Organe. Das ist natürlich genau das, was wir nicht lesen möchten. Da ist er. Da ist er. Wir haben hier vorhin endlich nach
ziemlich langer Suchzeit. Selbst verschuldet. Gucken wir mal, was wir hier noch rausholen können. Wow, der war Bronze, echt? Der war Bronze? Mit einer Schwierigkeit von 6 sind die Füchse so schlecht eingeordnet. Das sieht echt räudig aus. Ich hab mir mehr runter versprochen. Eieiei, hätte ich vielleicht mal doch lieber die Rehe schießen sollen? Na, wer weiß das schon. Aber dieses Weibchen hier, das gönnen wir uns. Oh. Abhocken. Bessere Beute. Gespottet. Kommt von rechts. Ich höre es schon tapseln. Da ist er. Auf den Sack legen. Auf den Sack legen und hoffen. Bin natürlich drauf. Aber ich warte noch auf Weibchen tatsächlich. Wir machen mal hier ganz piano. Aufmerksam. Was nicht immer gleich gut ist. Ruhig. Alles klar, hat sich wieder entspannt. Hat unsere Spur quasi verloren. Oder? Ja. Kurz prüfender Blick. Weibchen? Hallo? Sie hat uns nicht gesehen. Willst du zum Schuss ansetzen? Easy. Vielleicht haben wir doch nur das Weibchen hier noch irgendwo im Visier. Da hüpft es. Es war doch recht weit weg. Wir haben es aus einem Bedürfnisgebiet geflötet. Eventuell kriegen wir es wieder. Gucken wir mal. So, hier ist der Bock. Wir schauen natürlich sofort rein. Das war ein exzellenter Herzschuss, das weiß ich jetzt schon. Silberling. Nichts Großes. Aber der Schuss war gut. Ich war auch keine Entfernung, jetzt sind wir mal ehrlich. Aber trotzdem. Immer wieder schön. Irgendwann wird uns hier auch der Idea vor die Flinte laufen. Und wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein, das Nötige tun, um den irgendwie in unsere Trophäensammlung zu packen. Ich schweige denn, wie lange der Grill schon kalt war. Oh Gottes Willen. Ein kalter Grill ist echt, weiß ich nicht. Ist keine artgerechte Haltung. Ja, so ein Grill möchte mindestens einmal die Woche temperiert werden. Ist so. Ja. Sonst gibt's kein Bio-Siegel, ich sag es euch. Gut, wir sind jetzt hier auf einer Freifläche. Und guck mal, was ich da hinten entdeckt habe. Dammhirsch. Yam yam. Das ist doch was. 200 Meter, schöne Entfernung. Aber wo ist er denn? Da ist er. Gucken wir an. Den wollen wir natürlich haben. Ich denke mal, das sollte klar sein. Da werden wir schon mal die Magnum polieren und die hier nachladen. Für den Fall. Ich habe hier doch... Ah, wir können... Guckt ihr das an. Wir können doch jetzt hier unsere Geweihrassel testen. Lockt männlich wie weiblich. Ne, das macht hier in diesem Spiel keinen Unterschied. Und da geht's los. Guckt ihr das an. Da geht's gleich los. Oh Gott, haben die Bock. Haben die Bock. Und er hoffentlich auch. Oh Gott, nur der Kaffee kommt mir. Der Kaffee fährt in meiner Speiseröhre Fahrstuhl. Ey, geht gar nicht. Das ist ekelhaft. So, 100 bis 130 Meter. Der Bock finde ich eigentlich ganz gut, wie er einfach mal seine Weibchen vorschickt, um hier zu spotten, ne? Das ist ein ehrloser Typ. Kann ich mich auf den Sack legen und schießen? Sieht schwierig aus. So, Schuss kommt. Ich glaube, der war nicht. Der zweite zumindest.
Nummer 1 war sehr gut. Ne, was heißt sehr gut? Der war halt ein Herztreffer, ne? Schauen wir uns den hübschen Hirsch mal an. Ich habe die Geweihrassel jetzt nochmal aktiviert. Vielleicht kommen sie ja zurück. Gucken wir mal. Wollte ich jetzt nicht gesehen, aber ich müsste Oma nachladen. So, wichtig und richtig. Und jetzt schauen wir mal rein. Silber. Herz, Lunge, wie geplant. Ist ja so. Da haben wir die... Ah, okay, es gibt kein Platin, es gibt Gold und Dia noch. Und da hätten wir natürlich ein paar mehr Punkte haben müssen wir aber trotzdem. Ein schöner Abschuss. Ein schöner Abschuss und Abschluss, würde ich behaupten. Wir gucken nur noch einmal schnell rum. Währenddessen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen bis hierher. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach Daumen hoch. Ganz easy. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bei meiner nächsten Spontanjagd. The Hunter, Call of the Wild. Oder eventuell bei einem meiner anderen Projekte. Schaut einfach mal am Kanal vorbei. Vielleicht ist da was für euch bei. Also dann. Warte mal, welche Schritte? Nee. Okay, dann war's das wirklich. Also dann reingehauen und tschüss.